Heute habe ich für euch mein allererstes Tutorial. Oh, ich bin unglaublich aufgeregt, ob es euch gefällt oder ob ich überhaupt nicht zum Schmick-Tutorials machen tauge, weil ich bin eigentlich nur so hobbymäßig schminkend unterwegs. Und ja, deshalb habe ich nicht so ein wirklich großes Selbstvertrauen in meine Schminkkünste. Ja, sagt mir, wie es euch gefällt und ob ihr mehr Tutorials sehen wollt oder ob ich eher nicht so zum Schminken tauge eben. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah ja, ich wollte noch sagen, bei meinem Contest schreibe ich niemandem zurück, also und bei in den Kommentaren, weil normalerweise schreibe ich ja jedem Einzelnen zurück bei meinen Videos, aber beim Contest schreibe ich den Leuten, die Videokommentare, also die Teilnahmekommentare schreiben, nicht zurück, weil es mir das viel leichter macht beim Auswerten, als wenn ich dann unter jedem Kommentar noch irgendwas drunter schreibe. Deshalb danke ich euch hier für eure lieben Worte und ja, unter jedes andere Video antworte ich euch auf jeden Fall, nur dass ihr wisst, dass ihr nicht denkt, hey, warum schreibt ihr auf keinen Kommentar zurück beim Contest? Nur damit das klar ist. Und ja, jetzt geht's zum eigentlichen Tutorial. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich bei einer Serie mitmachen will. Sprich, wir sind vier Mädels, ich verlinke euch die anderen unten und suchen uns immer verschiedene Looks aus oder verschiedene Themen und machen das dann alle. Also wir suchen uns zum Beispiel diesen Look aus, der ist von Tiffany D. Und schminken den dann jeder auf seine eigene Art nach, weil jeder hat ja unterschiedliche Utensilien und Lidschatten zu Hause. Und so kann man halt sehen, wer wie den Look umsetzt und mit welchen Farben. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefällt und dass ich nicht zu viel herumgeschmiert habe. Und heute filme ich übrigens mit meiner Digitalkamera, weil die scharf stellt, wenn ich näher komme. Und das ist bei meiner anderen ja nicht so. Und ja, das war es eigentlich, glaube ich. Wie gesagt, die anderen könnt ihr euch unten anschauen. Und gebt mir bitte euer Feedback, ob euch der Look gefällt oder ob ich lieber weiterhin andere Sachen als Tutorials machen soll, weil ich habe da nicht so viel Selbstvertrauen, wie gesagt. Na gut, ja, danke nochmal für alle lieben Worte und ich hoffe, ihr schaut weiterhin meine Videos. Ich freue mich voll drüber und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Zuschauen. So. Wir beginnen mit der Urban Decay Primer Potion. So, als nächstes nehmen wir uns die Farbe Coppering von MAC. Da ist mir gerade vorhin meine Kamera reingefallen. Die sieht jetzt so aus mit dem. Das ist. Stellt scharf? Kann man es lesen? Ich glaube. Gut. Und das Teil verblenden wir jetzt da oben. Ah, nicht bis ganz in den Augenwinkel. Bitte entschuldigt meine ungemachten Augenbrauen. Die sehen schrecklich aus. Aber ich habe jetzt voll drauf vergessen, die zu machen. So, was ich vergessen habe, ist, dass ich mir zuerst beim anderen Auge den Mylar reingetan habe. Okay, geht jetzt glaube ich nicht. Nämlich in den inneren Augenwinkel. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Deshalb setzen wir das da mal schön rein. Jetzt verwenden wir. Übrigens, das ist ein All-in-One-Video sozusagen, weil ich schmink alles mit dem Pinsel. Weil mein anderer ist mir gerade
beim Übersiedeln vom Bad bis in mein Zimmer auf den Boden gefallen, irgendwo. Und wahrscheinlich unter das Bett gerollt, auf jeden Fall finde ich ihn nicht. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie man einen Look mit einem Pinsel, mit einem einzigen schminkt. Sie verwendet Cranberry und ich verwende als Dupe, so ungefähres Dupe, Hepcat von MAC. Seht ihr das? Nein, seht ihr nicht. Oh doch, ich glaube, ihr könnt es lesen, ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls die Farbe. Da gehe ich jetzt rein mit dem Pinsel und setze das über diese sogenannte Base. Also bei mir ist es ja keine wirkliche Base, aber halt über den roten Lidschatten. So, das wäre jetzt Hepcat gewesen, über Coppering aufgetragen. Und jetzt kommt von meiner Urban Decay Palette eine Farbe, die heißt Rockstar. Das ist die da. Das ist jetzt mein Dupe zu Sketch sozusagen. Die drückt man da in so einem V halt auf. Und dann verblendet man dieses V. Jetzt kommt der Schritt, wo die Tiffany D in ihrem Video in Coppering reingeht und das Ganze da oben hinsetzt. Allerdings werde ich darauf mehr oder weniger verzichten, weil wir Coppering ja als Unterton haben. Das heißt, das hat sich ausgezahlt, dass ich die Base nicht hatte, weil jetzt habe ich Coppering eigentlich schon als Unterton. So, jetzt blenden wir das da noch ein bisschen rein. Jetzt sind wir schon fast fertig und zwar nehmen wir wieder wie vom Anfang das Mylar. Und das Mylar-Ding setzen wir uns da oben hin und verblenden die Kanten. Jetzt kommt schwarzer Eyeliner und da nehme ich den Gel Eyeliner von Essence in der Farbe 01 Midnight in Paris und so einen kleinen Eyeliner-Pinsel nehme ich. Da gehe ich dann rein, so, ist noch ganz neu und unberührt und streiche das da am Rand ab. Und dann, so, jetzt muss ich aufpassen, dass ich im Bild bleibe und nicht zu nah zum Spiegel gehe, den ich gerade nicht aufkriege. So. Ich muss den Spiegel irgendwo abstellen. So geht das nicht. Und ich mache das ganz dicht am Wimpernkranz. Ganz, ganz dicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Bild geblieben bin, aber ich denke. Und ja, jetzt hätten wir den Lidstrich auch gezogen. Jetzt kommt noch diese Farbe Rockstar, also das Dupe to Sketch. Von Urban Decay ist die übrigens. Kommt jetzt noch
von da oben runtergezogen. Hierher. Ich muss immer aufpassen. Ich weiß nie, ob ich noch im Bild bin, weil ich filme das mit meiner Digitalkamera. Und da habe ich natürlich keinen Bildschirm vorne, wo ich sehe, ob ich im Bild bin oder nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber wir machen das schon irgendwie. So, und jetzt kommt noch ein Weiß. Und zwar dieses Mylar, Mylar, was weiß ich. Das kommt von da darüber. Wird man nicht so viel sehen jetzt in der Kamera, aber es hat auf jeden Fall einen Effekt. Jetzt kommt die zum Einsatz. Und wir biegen mal die Wimpern in eine ordentliche Position. Sieht man das? Ich glaube schon. Okay, jetzt haben wir auch die Wimpern fertig. Nun kommt ein weißer Kajal, weil die Tiffany D. verwendet in ihrem Video einen schwarzen. Aber ich finde irgendwie im Sommer und jetzt in letzter Zeit weiße Kajals so schön. Deshalb mache ich das mal in einem weißen. Das war jetzt das Tutorial. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen gefallen und das ist nicht allzu viel Schmiererei und so. Ja, lasst mir halt euer Feedback da, wenn ihr wollt, oder lasst mir Fragen da oder Videowünsche. Ich setze das alles um, früher oder später. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr mich so lieb unterstützt. Und ja, ihr kriegt alle ein ganz dickes Bussi. Tschüss!